absolute Ruhe. Niemand stellt sich mir den Weg. Hey! Vielleicht bekommen Sie ein paar sensationelle Fotos. Ich liebe Überraschungen. Ich auch. Obwohl... Obwohl was? Du könntest zur Abwechslung ruhig mal vorher anrufen. Dann ist doch die ganze Überraschung futsch. Dafür habe ich dann die Vorfreude. Ich liebe dich. Clarissa, schön, dass ich dich treffe. Das lässt sich ja wohl kaum vermeiden, wenn man unter einem Dach lebt. Ja, fragt sich nur, wie lange noch? Ach, willst du mir wieder mit dieser Vollmacht drohen? Ich hab dir doch gesagt, dass sie nicht mal das Papier wert ist, auf dem sie steht. Ich weiß. Na also, aber da ist ein gewisser Umstand eingetreten, der deinen Aufenthalt auf Friedenau ziemlich abrupt beenden durfte. Ein gewisser Umstand? So, so. Was hast du denn wieder ausgedacht? Das war gar nicht nötig. Ich habe gerade ein Telegramm bekommen. Ach, das ist ja interessant. Darf ich fragen, von wem? Von Christoph. Ach, sieh mal eine an. Was schreibt er denn so? Dass er morgen Nachmittag in Düsseldorf ankommt. Und was das bedeutet, das brauche ich dir ja nicht erst zu sagen. Ja, ich kann es mir auch so denken. Christoph hat die Nase voll von den jungen Dingern. Und jetzt möchte er wieder zu seiner alten Geliebten zurück. Und die gibt seiner alten Ehefrau eine letzte Chance, einen würdevollen Rückzug anzutreten und freiwillig auszuziehen. Oder möchtest du gerne, dass er dich morgen zum zweiten Mal vor die Türe setzt? Nein, das möchte ich nicht. Und darauf werde ich auch ganz bestimmt nicht warten. Ja. Ist ja wirklich allerhand. Jetzt muss ich mit meiner besten Freundin schon in der Bibliothek frühstücken. Nur weil Barbara und ihre Sippschaft den Wohnbereich für sich beanspruchen. Was ein Benehmen ist das. By the way, sag mal, die Gute, wie hat sie eigentlich auf dein Telegramm reagiert? Ja, stimmt, das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Also, da... Entschuldige. Von Anstetten? Ich bin's. Uli? Ja. Es geht um die Uhr, die Bastiane mir geliehen hat. Ach, von Bastian ist das Ding. Dein Vater hätte sie mir gestern fast vor die Füße geknallt. Er war ziemlich außer sich. Na, wem sagst du das? Er ist felsenfest davon überzeugt, dass du sie mir geschenkt hast. Tja, den Eindruck hatte ich auch. Er war ja nicht vom Gegenteil zu überzeugen. Damit kann ich noch leben. Aber wenn Bastiane merkt, dass ich ihre Uhr nicht trage, dann ist sie bestimmt traurig. Oder sie meint, dass ich sie nicht mag. Ich verstehe. Warum kommst du nicht einfach vorbei und holst sie dir ab? Ich weiß nicht. Ach, hat Walter wieder Hausarrest behängt? Hm, genau. Na, mach dir darüber mal keine Sorgen. Walter wird heute so viel zu tun haben, dass er erst ganz spät Feierabend machen kann. Super, das ist natürlich klasse. Danke. Bis später dann. Bis später. Du machst ein Theater mit dem Jungen. Man könnte denken, es wäre dein eigener. Ja, nur leider komme ich mit meinen eigenen nicht so gut klar. Dann adoptiere ihn doch. Keine schlechte Idee. Das würde jedenfalls Walter zum Weißglut treiben. Was ist das denn? Ein Kräuterextrakt. Der sorgt dafür, dass du wieder zu Kräften kommst und beruhigt. Aber ich bin wieder kerngesund. Ach, und wieso bist du dann gestern fast umgekippt? Naja, du bist eben meine große Schwäche und ich bin dagegen völlig machtlos. Sagst du das zu jeder Frau, die dir das Leben rettet? Nein, nur zu denen, die ich verliebt bin. Und für die ich alles tun würde. Wirklich alles? Mhm. Dann trink das, bevor es kalt wird. Du bist ja schlimmer als Schwester Hildegard. Na, das liegt vielleicht daran, dass Schwester Hildegard dich nicht so lieb hat wie ich.
Was machst du da? Ich mach das, was Dr. Wolf mir geraten hat. Ich sorge dafür, dass dich niemand stört. Moment mal, und will mich jemand erreichen? Dann muss er eben später noch mal anrufen. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du dich so bemüht hast, aber meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Wenn du jetzt nicht sofort Ruhe gibst, dann vernagel ich noch Türen und Fenster. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht lässt uns deine Mutter dann wenigstens in Ruhe. Dankeschön. Ach ja, und wegen des Essens werde ich mit Hilda sprechen. Sie weiß wahrscheinlich am besten, was Herrn von Anstetten schmeckt und was nicht. Ja, ich glaube, das wäre alles. Dankeschön. Christoph freut sich bestimmt mal wieder, was Anständiges zu essen zu bekommen. Der Reis muss ihm ja schon zu den Ohren rauskommen. Mhm. Er wird wahrscheinlich schon von Spaghetti oder Pizza träumen. Ich hoffe eher, dass er von was anderem träumt. Aber Pizza ist gar nicht schlecht. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir heute Abend zum Italiener gehen? Dann wärst du auch mit Christoph ungestört. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass wir zusammen zu Abend essen. Ja, wieso das denn? Willst du nicht lieber mit Christoph alleine sein? Ihr habt doch bestimmt euch eine Menge zu erzählen. Ja, ja, allerdings. Aber bei den Gedanken, mit ihm allein zu sein, da wird mir ganz mulmig. Jetzt sag bitte nicht, dass du Schiss kriegst. Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, ich freue mich wahnsinnig. Ich denke nur, bei unserer ersten Begegnung wäre ein unverfänglicher Rahmen besser als eine traute Zweisamkeit. Also schön, ich bleibe. Aber nur unter einer Bedingung. Jackie darf bleiben. Ich habe nämlich keine Lust, den ganzen Abend rumzusitzen, während ihr euch unterhaltet. Na ja, so schlimm wird's schon nicht werden. Aber meinetwegen gern. Also Jackie, du bist herzlich eingeladen. Danke. Aber ruf deine Mutter an und sag Bescheid, ja? Ja, mach ich. Dann bis heute Nachmittag. Tschüss, Susanne. Richter? Ja, kann ich bitte mit Jan sprechen? Tut mir leid, der ist nicht da. So ein Pech aber auch. Kann ich ihm irgendwas ausrichten? Nein, das müsste ich schon persönlich mit ihm besprechen. Wissen Sie denn, wo er zu finden ist? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ja, hatte er denn einen Unfall? Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Jan ist mein Sohn. Wenn Sie mir nicht auf der Stelle... Wer war denn dran? Susanne. Wollte sie irgendwas Bestimmtes? Nein. Sie und dein Vater kommen heute Nachmittag vorbei und kümmern sich um dich, solange ich arbeite. Mein Gott, muss das wirklich sein? Ja, das muss sein. Wenn du alleine bist, stellst du eh nur Blödsinn an. Was denn? Außer telefonieren kann ich jedoch gar nichts anderes machen. Wow, du siehst toll aus. Wirklich? Ja, total super. Hoffentlich gefällt's Christoph auch. Ach, bestimmt. Oh, ich bin ganz schön nervös. Wieso das denn? Du siehst klasse aus. Ich habe so Angst, dass er mich gar nicht mehr will. Oh, ich glaube, ich muss mal irgendwo hin, ja. Mensch, Mama, das ist so ein Blödsinn. Wenn Christoph dich nicht mehr lieben würde, hätte er dir niemals so ein Telegramm geschickt. Hm. Er will, dass du ihn abholst. Obwohl, ja, ja, ich glaube, du hast recht. Es hat nur was damit zu tun, dass er sich kein Taxi mehr leisten kann. Na, siehst du. Es war nur so ein Gedanke. Hast du dir schon überlegt, wie du am Bahnhof reagieren willst? Ich meine, bist du eher distanziert oder willst du ihm gleich in den Hals fallen? Ich hoffe, das ergibt sich von selbst. Barbara. Irgendwie siehst du verändert aus. Ah, eine neue Frisur. Meinst du, das hilft? Es würde mir mehr helfen, dich hier nicht mehr sehen zu müssen. Und ich kann nur hoffen, dass Christoph dich rausschmeißt. Bin schon weg. Ich habe echt gedacht, ich höre nicht richtig, als Clarissa uns ihre Jagdhütte angeboten hat. In der Eifel. Also ich weiß wirklich nicht, was daran so toll sein soll. Abwarten. Wie kann man sich für so eine Idee begeistern, in einer Blockhütte zu übernachten, in der es keinen Strom gibt und man sich das Wasser aus einer Regentonne holen muss? Ach Quatsch. Clarissas Hütte ist wirklich eine Nobelherberge. Mit Sauna, Whirlpool und dies und das. Und woher weißt du das? Warst du schon mal da? Ich nicht, aber meine Eltern. Trotzdem. In der Eifel, da ist doch tote Hose. Ist doch schön. So haben wir viel Zeit für uns. Also, für Versteckspielen im Wald bin ich aber eigentlich schon ein bisschen zu alt. Hast du vielleicht keine Lust, mit mir zusammen zu sein? Dann sag das doch einfach. Oh
Natürlich will ich mit dir zusammen sein. Ja, oder ist es dir vielleicht zu lang mit mir ein paar Tage ganz alleine? Nein, natürlich nicht. Dann verstehe ich nicht, warum du dich so anstellst. Es ist wegen meinem Vater. Ich glaube nicht, dass er mir die Fahrt erlauben wird. Wegen der Spritze mit seinem Wagen, stimmt's? Genau. Aber das sind doch alle Kamellen. Ja, aber nicht für ihn. Wenn das so ist, werde ich ihn halt selber fragen. Bloß nicht. Also wenn er merkt, dass ich mit einem Mädchen weg will, dann ist es ganz aus. Also gut. Wenn dein Vater so altmodisch ist, musst du ihm selber mit ihm reden. Mach ich. Und ich verspreche dir, ich versuche wirklich alles, um ihn zu überreden. Jan, bitte leg dich wieder hin. Wieso denn? Mir geht's prima. Dank Kerstins wunderbarer Pflege. Du bist doch gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. Entlassen ist gut. Abgehauen ist er. Ach, so ein Quatsch. Ich bin auf eigene Verantwortung gegangen. Auf eigene Verantwortung, wenn ich das schon höre. Du sprichst schon genauso wie Kerstin. Es liegt vielleicht daran, dass sie recht hat. Aber ich bin wieder so gut wie okay und den Rest bekommt Kerstin tausendmal besser hin als jede andere Krankenschwester. Kerstin mag eine fantastische Krankenschwester sein, aber wenn du erst einen Rückschlag bekommst... Ich bekomme aber keinen Rückschlag. Und das liegt daran, dass ich hier im Vergleich zum Krankenhaus wesentlich mehr Ruhe habe. Ach, das hört man. Erwartest du außer uns denn noch jemanden? Aufmachen! Jan! Jan, ich weiß genau, dass du da bist. Mach sofort die Tür auf! Uli, bin zwar schon alt, ich sehe ja auch nicht mehr so gut, aber blind bin ich trotzdem nicht, ne? Oma, bitte, diese Uhr ist nicht von Clarissa. Oh, ich glaub dir das ja, aber dein Vater... Ach, der hat sie doch nicht mehr alle. Du, er meint es gut. Ich bin zwar auch von seinen Methoden nicht immer begeistert. Du, das heißt aber trotzdem nicht, dass ich ihn anlügen werde, wenn du den Hausarrest nicht beachtest, ne? Keine Angst. Papa wird bestimmt nichts merken. Hab ich dich erwischt! Hey, du Arsch! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Sehr komisch. Also. Hey, Alter. Du wirst ja jetzt nicht sauer sein. Du siehst doch, dass ich stocksauer bin. Allerdings wüsste ich da etwas, womit du meine schlechte Laune wieder aufbessern kannst. Und was? Du bist doch Großverdiener. Ah, verstehe. Wie viel? 300. Ich zahl's dir sofort zurück, sobald ich wieder flüssig bin. Ja, okay. Und wann brauchst du denn das Geld? Spätestens heute Abend. Ja, ich komme eh noch an einem Geldautomaten vorbei. Dann bring ich's dir mit. Super. Wozu brauchst du die Kohle eigentlich? Ich will ein paar Tage mit Bastiane verreisen. Hey, du gehst ja ganz schön ran. Aber was sagt Daddy dazu? Ich glaube nicht, dass er dich so einfach fahren lässt. Nö, ich auch nicht. Deshalb frage ich ihn erst gar nicht. Und wenn du 100 Termine abgesagt hast, um Jan zu sehen? Der Junge braucht seine Ruhe. Unsinn. Alles, was er braucht, ist seine Mutter. Also jetzt lass mich endlich durch. Damit du ihm irgendwelche Geschichten über Julia erzählst. Schon okay, lass sie rein. Ja, lass sie rein. Ich muss mit ihr reden. Jan! Keine Sorge, es dauert nicht lange. Wie du willst. Ich halte es für keine gute Idee. Ich auch nicht. Na also, warum nicht gleich so? Ja, mein Junge, wie geht's dir? Was willst du? Na, du stellst Fragen. Ich mache mir natürlich Sorgen um dich. Um mich oder meine Funktion als Werbeträger? Ich verstehe nicht. Ich helfe ihm auf die Sprünge. Wieso bist du mit diesen Journalisten ins Krankenhaus gekommen? Ach so, das meinst du. Du wirst es mir nicht glauben, aber die sind mir einfach gefolgt. Einfach gefolgt? Ja, du hast recht. Ich glaub dir kein Wort. Jan, ich bin deine Mutter. Ich könnte dich doch nie belügen. Natürlich könntest du das, und zwar ohne rot zu werden. Du tust ja gerade so, als wäre ich ein Monster. Ich wollte doch immer nur das Beste für dich. Ach, von wegen. Dir geht's doch immer nur um dein Liebesgeld. Ich war dir scheißegal. Jan, du irrst dich. Ich würde alles für dich tun. Ja, so wie in Dortmund. Jetzt erzähl mir bloß, dass du alles geschickt eingefädelt hast, um mir einen Gefallen zu tun, ja? Ich hab damit nichts zu tun. Aber wenn, dann hätte ich es nur gemacht, damit du die Hoffnung nicht aufgibst, dass Julia noch lebt. Julia ist tot!
Und du bist für mich auch endgültig gestorben, ja? Und es verschwinde endlich aus meinem Leben. Der Junge muss beim Tauchunfall den Verstand verloren haben. Ich war noch nie so klar wie heute. Du hast es gehört. Besser du gehst. Datum, alles stimmt. Hallo! Christoph, hier bin ich! Christoph? Christophs Rückkehr. Hier steckst du. Ich dachte, du bist noch bei Jan. Ich will diesen Namen heute nicht mehr hören. Aber du kommst genau richtig. Ich trinke gerade auf Christophs Rückkehr. Möchtest du auch ein Schlückchen? Aber immer. Ah, nur schade, dass ich Barbaras Gesicht nicht sehen kann, wenn sich auf dem Bahnsteig die Beine in den Bauch steht. Jammer, schade. Wundert mich überhaupt, dass sie auf das Telegramm reingefallen ist. Mich nicht. Schließlich ist sie ja blond. Oh, pardon. Stell dir vor, sie war sogar beim Friseur. Ernst? Andererseits, auf einen Mann kann man verzichten, auf eine gute Frisur nicht. Willst du was essen? Jan, ich habe was zu essen gemacht. Und das solltest du schnell wieder weglegen. Oder hast du für heute nicht genügend Aufregung gehabt? Doch. Aber mir ist gerade mal wieder klar geworden, wie sehr mich Clarissa ausgenutzt hat. Mich und Julia. Meinst du, es wäre richtig, sie rauszuschmeißen? Ich weiß es nicht. Aber besser, als sich auf sie einzulassen. Du hast recht. Ich kann jetzt eh nichts mehr daran ändern. Es reicht schon, wenn du dich nicht mehr von ihr einwickeln lässt. Und wenn du keine Werbung machen willst, muss sie sich was anderes ausdenken. Und irgendwann wird man die Kampagne auch vergessen. Klingt einleuchtend. Irgendwann. Ja. Und ich fange jetzt gleich damit an. Mit dem Vergessen, meine ich. Interessieren würde es mich ja schon, wie es am Bahnhof gelaufen ist. Bahnhof? Ich denke, Christoph kommt aus Borneo. Da ist er doch schon längst nicht mehr. Das Telegramm kam aus Rom und von da aus ist er dann nach Frankfurt geflogen. Ach so. Da seid ihr ja endlich. Ist irgendwas? Jetzt erzähl schon. Christoph war nicht in dem Zug, den er mir telegrafiert hat. Vielleicht hat er ihn verpasst und kommt mit dem nächsten. Den habe ich abgewartet, aber da war er auch nicht drin. So ein Mist. Na und wenn Christoph nun beide Züge verpasst hat, weil der Flieger verspätet war? Ja, es ist möglich, aber warum hat er nicht angerufen? Vielleicht sitzt er immer noch im Flieger oder in irgendeinem Bummelzug. Also an deiner Stelle würde ich jetzt erstmal abwarten. Es bleibt mir sowieso nichts anderes übrig. Ich
mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass da irgendwas faul ist. Ich bin's. Läuft alles wie geschmiert. Er sitzt vor der Glotze und guckt Fußball. Dem könntest du jetzt sogar eine nackte Blondine auf den Schoß binden, der wird nichts merken. Prima. Dann kann ich mich ja ungestört verdrücken. Das wird auch höchste Zeit. Ja, und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? 100 pro. Ja, aber Daddy wird spätestens morgen früh merken, dass du weg bist. Dann bestell ihm einen schönen Gruß von mir und dass ich ihm bei Gelegenheit eine Karte schreiben werde. Und wenn du wieder zurückkommst, hast du dir mal überlegt, was dann hier los ist? Darüber zerbreche ich mir später den Kopf. Jetzt will ich erstmal weg hier. Außerdem, vielleicht hat er sich bis dahin längst wieder abgeregt. Oh Mann, dich hat's ja ganz schön erwischt. Egal, Hauptsache, du bringst jetzt endlich dein erstes Mal hinter dich. Wenn nicht, ich hab Zeit. Übrigens, hier, die Kohle. Danke. Du kriegst es zurück, sobald ich kann. Ja, nur keine Hektik. Hm? So, dann wollen wir mal. Lasst euch nicht stören. Barbara, ich wollte dich nur fragen... Hat das nicht bis morgen Zeit? Du siehst doch, dass wir hier essen. Entschuldige. Oh, du erwartest einen Gast? Ach richtig, Christoph wollte ja heute zurückkommen. Wo ist er denn? Er hat den Zug verpasst. Können wir jetzt bitte in Ruhe weiter essen? Natürlich. Ach, richte ihm doch einen ganz lieben Gruß aus, falls er doch noch kommt. Kerstins Schicht muss gleich zu Ende sein. Ach, bei mir ist kannst du ruhig schon gehen. Mhm. Die paar Minuten komme ich auch alleine klar. Und wenn sie wiederkommt und ich alleine vorfinde, dann kriege ich ein Donnerwetter zu hören, das sich gewaschen hat. Ja, das kann dir gut passieren bei ihrem Temperament. Na siehst du, deswegen bleibe ich hier, bis sie wieder da ist. Wie du willst. Sag mal, ist sie in jeder Hinsicht so temperamentvoll? Ja, wieso fragst du? Nur so. Wann heiratet ihr? Heiraten? Ich und heiraten? Keine Chance. Warum nicht? Und Kerstin als Schwägerin? An den Gedanken könnte ich mich gewöhnen. Ja, vergiss es, daraus wird nichts. Wieso? Sie ist jung, sieht gut aus, ist nett, weiß, was sie will, nämlich dich. Susanne, bitte, ja? Ich habe jetzt keinen Bock auf solche Diskussionen. Du hast doch bestimmt auch schon mal darüber nachgedacht. Nein, habe ich nicht. Und das werde ich auch nicht. Und warum nicht? Weil ich Kerstin einfach nicht liebe. Faul! Das ist doch eindeutig ein Faul! Alles klar. Soll ich dich noch schnell zum Bahnhof bringen? Nee, danke. Ich möchte nicht, dass du wegen mir Ärger mit Papa bekommst. Okay, ich werde es überleben. Wirklich nicht nötig. Danke. Du hast mir schon genug geholfen. Den Rest packe ich alleine. Okay, wer nicht will, der hat schon. Also dann, Mini, halt die Ohren steif, das andere auch und mach mir keine Schande. Ich werde es versuchen. Das ist ja nicht auszuhalten! Was ist denn hier los? Wo willst du nur mit der Tasche hin? Ich. Verdammt nochmal, ich hab dich gefragt, wo du mit der Tasche hin willst.